Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in Geßler und Frommitzfelden, im Dekanat Leutershausen und wo immer Sie uns zuschauen, ich begrüße Sie herzlich zur Videoandacht für den Sonntag Jubilate, diesmal aus der St. Kilianskirche in Geßlau. Jubilate, es singt und jubelt überall, so erklang es zur Einstimmung. Es tagt, der Sonne Morgenstrahl weckt alle Kreatur, der Vögel froher Frühchoral grüßt des Lichtes Spur. Es singt und jubelt überall, erwacht sind Wald und Flur. Die Natur erwacht zum Leben, in jedem Jahr, an jedem Morgen, Freude an der Schöpfung wird spürbar. Freude an der Schöpfung, davon erzählt auch die Bibel ganz am Anfang im ersten Buch Mose im ersten Kapitel. Von Gottes Freude an seiner Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schuf den Menschen, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Aber die Bibel weiß auch davon, dass diese Harmonie einer idealen Welt so nicht mehr besteht und vielleicht nie bestanden hat, dass die Ordnung gestört ist. Wir Menschen empfinden gerade das kleine Virus als ziemlich massive Störung, aber auch wir selbst, wir Menschen, verursachen Störungen in der Schöpfung. Darum hält die Bibel an der Hoffnung auf eine neue Schöpfung wach. Wie es im Wochenspruch heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neues ist geworden, Neues wird, nicht nur in der Natur, die von Neuem aufblüht und erwacht, sondern auch bei uns Menschen, dort, wo uns die Osterbotschaft neue Kraft und neue Hoffnung schenkt. Wo wir mit Gottes Hilfe wieder aufstehen, auch wenn die Kräfte gerade gefühlt zu Ende gehen, auch wenn in diesen Tagen unsere Geduld auf eine harte Probe gestellt wird. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Das sind Zeilen aus dem Wochenlied für diesen Sonntag in unserem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 432. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen.
Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ehre seid ihr Herr, Lob seid ihr Christus. Liebe Gemeinde, dort steht er, der Namenspatron unserer Kirche, der heilige Kilian. Kilian, der Schutzherr der Winzer. Dazu hat ihn jedenfalls Viktor von Scheffel gemacht in seinem Lied der Franken, Wohlauf die Luft geht frisch und rein, im zweiten Vers. Bald hebt sich auch das Herbsten an, die Kälte hart des Weines, der Winzer Schutzherr Kilian beschert uns etwas Feines. Kilian, Frankenapostel und der Schutzpatron des Weinbaus, das passt zum heutigen Sonntag hier in der Kilianskirche. Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, wer lange sitzt, muss rosten, den allerschönsten Sonnenschein lässt uns der Himmel kosten. Jetzt reicht mir Stab und Ordenskleid der fahrenden Scholaren, ich will zur schönen Sommerszeit ins Land der Franken fahren. Ja, unsere wunderbare fränkische Landschaft, die herrliche Natur, die Lust macht auf Ausflüge und Wanderungen, hier auf der Frankenhöhe, im schönen Taubertal oder am Main mit seinen Weinbergen. Und ein guter Tropfen im Glas, der Winzer Schutzherr Kilian beschert uns etwas Feines. Franken genießen, selbst in diesen Zeiten oder gerade in diesen Zeiten, wo es mit dem Urlaub im Ausland wohl nichts wird. In Franken erleben, Gott schuf die Erde, er schuf sie gut, er schuf sie schön. Ende Werbeblock. Ich bin der wahre Weinstock. Noch mehr zieht der Taufbaum in unserer Kirche meinen Blick auf sich. Immer wenn in unserer Kirche ein Kind getauft wird, bitten wir die Eltern, dass sie so ein Blatt gestalten mit Bild und Namen, mit dem Geburts- und Taufdatum und vielleicht auch dem Taufspruch. Dieses Bild hängen wir dann im Taufgottesdienst an den Taufbaum. Es erinnert an das Jesuswort aus dem heutigen Predigtext: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein schönes Bild für die Gemeinschaft der Getauften, die Gemeinschaft in der Kirche. Wir gehören zusammen wie ein lebendiger Organismus, wie die Reben am Weinstock, wie die Blätter eines Baumes, wie die Glieder eines Leibes. Es ist anders als bei einer Maschine oder bei einem Auto. Wenn da ein Teil nicht funktioniert, wird es einfach ausgetauscht. Da muss gar nicht viel kaputt sein. Heute ist Austauschen oftmals viel billiger als Reparieren. Reparieren lohnt sich oft gar nicht mehr. Was kaputt ist, fliegt raus. Aber bei einem Lebewesen, bei einem Menschen oder einer Pflanze ist das anders. Jede Prothese ist nur ein Notbehelf. Der Zahnersatz, der Bypass, die künstliche Hüfte oder das künstliche Knie. Schön, dass man das heute alles machen kann, aber es ist doch nicht dasselbe wie die eigenen Körperteile, die gesunden Glieder. Der Körper vermisst seine abgegangenen Glieder schmerzlich. Und noch mehr gilt das für das einzelne Glied und die einzelne Weinrebe. Sie ist nur lebensfähig, wenn sie am Weinstock bleibt. Sonst kann man sie gleich wegschmeißen und verbrennen, wie es im Bibelwort heißt. So brauchen wir als Christen die lebendige Gemeinschaft mit anderen Glaubenden und mit Gott selbst. Die Gemeinschaft, die wir zurzeit so schmerzlich vermissen, die Gemeinschaft mit anderen Menschen, das macht es manchmal schwer erträglich, dass wir nicht mehr so zusammenkommen, wie wir es gewohnt sind, dass sich hier in einer leeren oder gut fast leeren Kirche vor zwei Leuten nur stehe. Und auch wenn am nächsten Sonntag erstmals wieder Gottesdienste möglich sein werden, mit vielen Auflagen und Einschränkungen, wird doch noch vieles fehlen, was für uns eigentlich dazugehört. Einander die Hand reichen,
einander umarmen, miteinander Brot und Wein teilen, auch aus voller Kehle und aus vollem Herzen miteinander singen. Ja, wir empfinden es schmerzlich, dieses Voneinander getrennt sein. Aber noch schlimmer wäre es, würden wir von Gott, vom Ursprung des Lebens getrennt oder uns selbst abkoppeln. Wie gesagt, bei der Maschine, beim Auto, da wird das Teil einfach ausgetauscht, was kaputt ist, fliegt raus und wird durch ein neues Teil ersetzt. Aber bei Gott, beim Leib Christi, ist es Gott sei Dank anders. Da fliegt keiner raus, da wird keiner weggeschmissen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Fragt der Apostel Paulus. Wer will uns trennen vom Leib Christi, von Christus selber? Und Paulus gibt eine kühne Antwort. Niemand und nichts. Weder Trübsal noch Angst, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendetwas anders kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Worte voll österlicher Zuversicht, auch und gerade in einer gefallenen Schöpfung, auch und gerade wenn wir nicht mehr im Paradies, im Garten Eden leben, sondern in einer Welt voller Probleme, einer Welt in der Krise. Der Weinstock als Symbol der Verbindung mit Jesus, als Symbol des Lebens und Zeichen der Hoffnung, steht am Anfang des Lebens bei der Taufe, hier in unserer Kirche. Und er kann in der Mitte des Lebens stehen, wenn es um den Ertrag und die Ernte des Lebens geht, um das Fruchtbringen, wie es im Bibelwort heißt. Wenn die Verheißung Wirklichkeit werden soll, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, dessen Leben und dessen Mühe und Arbeit, dessen Liebe und Einsatz und Engagement soll nicht vergeblich sein. Und das Hoffnungsbild vom Weinstock steht zuletzt auch noch am Ende des Lebens, wenn es darum geht, was bleibt, wenn alles vergeht, was von uns bleibt und was für uns bleibt. Ein altes Lied gibt dann Trost, dass unser Jesus Wort aufnimmt. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben, so strömt Kraft und Lebenssaft. Denen das tägliche Brot fehlt, das Wasser oder die saubere Luft zum Atmen. Wir bitten dich für die Kranken, für die, die an Corona erkrankt sind, aber auch alle anderen, die sich in dieser Zeit in Krankenhäuser oder Pflegeheime begeben müssen. Wir bitten dich für die, die sie behandeln und pflegen, für Ärzte und Pflegepersonal. Wir befehlen dir die Sterbenden an und die, die sie begleiten, und alle, die um einen lieben Menschen trauern. Wir befehlen dir die an, die sich nach Bewegungsfreiheit sehnen und nach sozialen Kontakten.
denen es eng wird und die voll Sorge und Furcht sind. Die Kinder und die Erwachsenen, die entbehren, was doch zu jedem Leben gehört, die Möglichkeit zu lernen, der Raum zum Spielen und die Zeit zum Ruhen. Wir bitten dich um Weisheit und gutes Augenmaß für alle Politiker und Verantwortlichen, die in dieser Zeit abwägen und entscheiden über die nächsten Schritte. Und wir legen alle unsere Bitten in das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Segen Gottes begleite euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.